Das zweite Rennen des ADAC GT Masters auf dem Nürburgring. Es ist eine Triumphfahrt in Orange. Nach 60 verregneten und entsprechend turbulenten Minuten gewinnen Marc Bazeng und Florian Stoll vor ihren Audi-Markenkollegen Daniel Dobitsch und Edward Sandström. Schon nach wenigen Minuten geht das Rennen in eine Safety-Car-Phase. Erneut ist Uwe Alzen in eine Kollision verwickelt. Für den Routinier ist der Lauf vorzeitig beendet. Doch auch für die Gesamtführenden Sebastian Asch und Luca Ludwig hat diese Safety-Car-Phase Konsequenzen. Wegen unerlaubten Überholens erhalten sie eine Durchfahrtsstrafe. Am Ende des Rennens kämpfen sie sich immerhin noch auf Rang 10 vor. Eine starke Aufholjagd liefert auch Porsche-Pilot Martin Ragginger ab. Er verbessert sich in der Schlussphase des Rennens von Platz 7 auf Platz 3. In der Gesamtwertung Asch und Ludwig damit nur noch 30 Zähler vor seinem Teamkollegen Klaus Bachler.